Auch Burger King, McDonald's und Co. sind inzwischen auf den Veggie-Zug aufgesprungen und bieten vegane Burger und Nuggets an. Und so mancher Fleischersatz kommt täuschend echt daher. Ich glaube, die haben das echt vertauscht, ne? Das ist echt so nah. Sebastian baut für euch einen veganen Burger nach und findet heraus, warum es bis zu 60 Zutaten braucht, um Fleisch zu imitieren. Ja, ich muss eben schnell Mittagspause machen. Ich habe mir gedacht, ja, fleischfrei heute. Sebastian Lege packt aus. Pflanzliche Burger von Burger King und McDonald's. Burger King bietet seit Juli 2022 alle Burger auch mit pflanzlichem Patty an. Wie diesen Cheeseburger. Und das Patty ist wirklich echt fast. Also das ist wirklich krass. Und ich sage auch, das würde keiner blind auf der Straße schmecken, dass das vegan ist. Ich glaube, die haben das echt vertauscht, ne? Das ist echt so nah. Bei McDonald's steht seit Februar 2023 der McPlant auf der Speisekarte, angepriesen in der Werbung. Boah, unglaublich, dass die pflanzlich sind. Dieser Burger ist so gut. Ab heute sollte jeder Freitag Flexi Friday sein. Du weißt schon, dass heute Donnerstag ist, Hase? Jetzt neu, der McPlant. Der Burger sollte dem Image von McDonald's einen grünen Anstrich verleihen. Bewirkt hat er eher das Gegenteil. McPlant hat ganz schön Gegenwind bekommen, weil sie ein flexitarisches Produkt gemacht haben. Also pflanzliches Patty, echter Käse, echte Soße. Aber ich muss auch wirklich sagen, das Patty schmeckt hier nicht. Die Mayonnaise auf dem McPlant enthält echtes Ei. Außerdem kann McDonald's nicht ausschließen, dass die pflanzlichen Bratlinge während der Zubereitung mit Fleischpatties in Kontakt kommen. Sie sind also streng genommen nicht mal vegetarisch. Für McDonald's kein Problem, denn Zielgruppe sind Menschen, die normalerweise zu Fleisch greifen und sich durch die neuen Produkte überzeugen lassen, auch einmal eine andere Ernährungsweise auszuprobieren. Sebastian Lege kann der McDonald's-Burger geschmacklich nicht überzeugen. Also wenn ich da reinbeiße, schmecke ich erstmal Senf, Mayo, Käse. Bei McPlant ganz deutlich. Und die Tomate. McDonald's belegt den McPlant mit pflanzlichen Patties der Marke Beyond Meat. Das Unternehmen aus Kalifornien will nach eigenen Angaben Fleischersatzprodukte so schmackhaft machen, dass jeder sie mag. Aber jetzt mal eine ehrliche Frage an die lieben Produktentwickler bei McDonald's. Habt ihr das vorher nicht probiert? Also euer ist wirklich extrem weich. Schmeckt sehr metallisch. Burger King setzt bei seinem pflanzlichen Patty auf Soja und Weizen. Im McPlant Patty steckt dagegen Erbsenprotein als Eiweißquelle. Diesem wird ein metallischer Geschmack nachgesagt. Insgesamt kommt der McPlant auf über 60 Zutaten. Mehr als doppelt so viele wie im klassischen Hamburger Royal TS. Das ist so weich, da kann ich jetzt schon, wenn ich das anfasse, hier ist viel mehr, das ist so weich. Guck mal, das kann ich jetzt hier zerdrücken. Wo sind die ganzen Zutaten hin? Normalerweise müsste doch so ja blind schmecken wie Rind. Geschmacklich überzeugt Sebastian Lege nur das pflanzliche Patty von Burger King. Auch beim Preis liegen die beiden Fastfood-Ketten weit auseinander. Der McPlant kostet 4,59 Euro. Der Plant-Based Cheeseburger von Burger King 2,19 Euro. Also ein guter Burger, der ist ja einfach. Ein bisschen Rindfleisch, ein bisschen Salz, ein leckeres Brötchen, ein bisschen Käse, ein bisschen Zwiebel. Perfekt. Die machen da wirklich eine Wissenschaft von. Und warum die vom McPlant da über 60 Zutaten reinhauen? Ja, genau das werde ich jetzt nachbauen. Fleisch besteht neben Wasser hauptsächlich aus Eiweiß und Fett. Pflanzliche Ersatzprodukte nutzen pflanzliche Fette wie Rapsöl. Schwieriger wird es beim Eiweiß. Um das zu ersetzen, muss die Lebensmittelindustrie zahlreiche Tricks verwenden. Und Hauptzutat ist natürlich auch ein Eiweiß, aber von Erbsen. Dieses hier wird von gelben Erbsen gemacht und wird vorher extrudiert. Also man muss sich einen Extruder vorstellen. Das ist ein Fleischwolf, wo vorne nur ein Loch ist.
Und durch die Komprimierung der Maschine platzt das Eiweiß auf und hat eine höhere Oberfläche. Und dadurch hat es einen viel besseren Biss und eine andere Textur. Erbsenproteingranulat bildet die Basis. Auch Reisprotein und Kartoffelstärke sollen die faserige Textur von Fleisch imitieren. Rote Beete assoziiert erstmal Rotrind. Ja, Karottenpulver sorgt für Süße, aber ist auch Farbgeber. Maltodextrin ist ein Stabilisator. Er lässt die vegetarische Frikadelle nicht auseinanderfallen. Vergleichbar mit Paniermehl oder Brotkrümeln in einer Fleischfrikadelle. Der Emulgator Sonnenblumenlecithin sorgt dafür, dass sich alle Zutaten gut miteinander verbinden. Und ganz wichtig, Methylcellulose. Ja, Methylcellulose war auch schon mehrmals der Begleiter meiner Berufskarriere, weil ein warmgelierendes Mittel. Ich mache Methylcellulose in einem Produkt, was eigentlich relativ instabil ist. Dann gar ich es und beim Garen verfestigt sich das. Ist aber auch ein Tapetenkleister. Sebastian Lege verrührt zuerst die Trockenzutaten. Das war der Move, den wir gebraucht haben. Und gibt danach die feuchten Zutaten dazu. Die richtige Reihenfolge ist entscheidend. Jetzt geben wir erst das Wasser hinzu, weil würden wir die Öle jetzt am Anfang dazugeben, würde die Oberfläche versiegeln und wir könnten gar nicht das ganze Wasser aufnehmen, weil das Wasser ist ja super wichtig, ist ja auch im natürlichen Rindfleisch enthalten. Nach und nach ähneln Struktur und Farbe einer Hackfleischmasse. Fehlt noch der Fleischgeschmack. Jetzt geben wir erstmal Granatapfelsaftkonzentrat rein. Ist für die Farbe, aber auch für den Geschmack. Dann ein bisschen Maisessig. Zitronensaftkonzentrat. Und zum Schluss Apfelsaftkonzentrat. Das sorgt für ein gewisses Geschmacksspektrum, was Fleisch auch natürlich mitbringt. Also man mag es gar nicht glauben, was man hier alles für Zutaten reinmacht, aber am Ende im Gesamtprodukt wirkt es sehr, sehr ähnlich wie Fleisch. Danach gibt Sebastian Lege Raucharoma dazu. Es soll den herzhaften und rauchigen Geschmack von gegrilltem Fleisch imitieren. Dann Rapsöl. Jetzt kommt die schöne Schmalzigkeit. In einem richtig guten Rinderpatty sind immer 20% Fett drin. Die müssen wir natürlich auch simulieren. Rapsöl ist günstig und vor allem hitzebeständig. Boah, das riecht, ne? Säuerlich, rauchig. Aber es ist fertig. Die Masse muss nun einige Stunden ziehen, damit sich das Erbsenproteingranulat mit der Flüssigkeit vollsaugen kann. Warum das jetzt noch mal durch den Fleischwolf muss? Ganz einfach. Das Produkt ist in sich ja noch leicht stückig. Im Fleischwolf wird das final emulgiert und bekommt dann die perfekte Fleischstruktur. Ich meine, das sieht nach leckerem Hackfleisch aus, oder? Sieht aus wie Fleisch, ist aber eine rein pflanzliche Burger-Patty-Masse. Fertig! Die Zubereitung funktioniert wie beim Fleischburger. Die pflanzlichen Patties müssen von jeder Seite 5 Minuten in Öl garen. It's Burger Time, Baby! Der Produktentwickler verfeinert seinen veganen Burger mit einem Küchenbrenner. Im Gegensatz zu McDonald's nutzt Sebastian Lege veganen Käse. Vegane Mayo, Ketchup ist eh vegan, ein paar Zwiebeln, Tomate, Patty, Salat fürs gute Gefühl. Und das ist er, mein McPlant. Ja, das schmeckt gar nicht so schlecht. Ha. Wahnsinn! Schöne Textur, leicht rauchig, richtig lecker. Der McPlant nutzt für sein Patty Erbsenprotein als Fleischersatz. Dafür müssen Erbsen hochverarbeitet werden.
Bei der sogenannten Extrusion wird Erbsenmehl von einer rotierenden Schnecke durch eine Art Fleischwolf transportiert. Der Extruder erhitzt das Gemisch und setzt es unter extremen Druck. Am Ende wird das Mehl durch eine winzige Düse gepresst. Temperatur und Druck lassen schlagartig nach. Wasserdampf entweicht. Das Erbsenprotein dehnt sich explosionsartig auf und bekommt eine faserförmige Struktur. Das Verfahren ist nicht unumstritten. Kritiker sagen, Vitamine oder andere wichtige Stoffe könnten dabei verloren gehen. Weil die Extrusion natürlich eine Auswirkung auf das Produkt haben kann, wäre es für Verbraucherinnen und Verbraucher besser, wenn die Hersteller freiwillig deklarieren, nutzen sie Extrusion oder machen sie es nicht. Einige machen das schon freiwillig, denn nur dann können Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden, möchte ich dieses Produkt kaufen oder lieber nicht. Wir müssen in der Zukunft weniger Fleisch essen, weil unsere Ressourcen werden einfach nicht reichen. Ob das diese Produkte schaffen werden oder eine Alternative in der Zukunft sind, das kann ich heute noch nicht sagen. Sie sind aber leider immer noch extrem hochverarbeitet. Lieber ein paar Pilze nehmen, Gemüse essen, ist doch genauso lecker, oder?